Game on, hier beim Dartprofessor. Heute zeige ich euch ein richtig cooles Spiel. Spiele ich immer gern, wenn ich ja für mich alleine spiele und ein bisschen Zeit habe. Und zwar die sogenannte Shooting Gallery. Und was damit auf sich hat, seht ihr im heutigen Video. Natürlich auch für dieses Spiel eine kleine Übersicht. Ja, Schwierigkeitsgrad 4 ist gar nicht so einfach. Fokus liegt natürlich total aufs Finishen. Dauer ungefähr 10 Minuten pro Spieler. Man kann es alleine spielen, man kann es auch mit mehr Leuten spielen und man braucht eine Schreibtafel, allerdings nicht um das Spiel an sich zu spielen, sondern einfach um seine Punkte zu notieren. Und wie es funktioniert, ja, das zeige ich euch natürlich jetzt. Als allererstes brauchen wir hier so eine kleine Übersicht. Schaut jetzt ganz schön viel auf einmal, aber relativ simpel. Also links haben wir die Zahlen 121 bis 130. Darum geht es letztendlich. Für jede dieser Zahlen haben wir 9 Darts Zeit. Prinzipiell versuchen wir also erstmal die 121 mit 9 Darts auszumachen. Schaffen wir es mit den 9 Darts, habe ich euch rechts noch einen Punkteschlüssel dazu geschrieben. Also würde ich es genau mit 9 Darts schaffen, würde ich einen Punkt bekommen, würde ich die 121 gleich mit 3 ausmachen, dann würde ich 12 Punkte bekommen. Habe ich die 9 Darts auf die 121 geschrieben, notiere ich mir die Punkte, schaffe ich es nicht auszumachen, habe ich 0 Punkte und ich gehe trotzdem zur 122 weiter. Da geht es also so weiter, wieder mit 9 Darts und so weiter und so fort. Ergo haben wir ja 10 Zahlen, also 121 bis 130, dafür jeweils 9 Darts Zeit. Also wenn man alle Darts braucht, 90 Darts, Dauer des Spiels sind ungefähr 10 Minuten und wir notieren uns immer die Punkte davon. Also relativ simpel. Man lernt natürlich sehr cool das Rechnen, das Finishen, die Wege. Deswegen finde ich das für mich persönlich auch ein sehr gutes Training. Und ja, ich spiele es jetzt einfach mal für euch durch. Ich denke, dann ist es danach absolut klar, wie es funktioniert. Game on! So, die 121 Punkte habe ich also mit 7 Darts ausgemacht. Das heißt, ich bekomme dafür Punkte. Das schauen wir uns gleich auf der Tafel an. Aber ihr könnt euch mal Gedanken machen, warum spiele ich denn bei 121, 122, 123 und 125 das Bull am Anfang? Schreibt es mir in die Kommentare und jetzt auf zur Punktetafel. Ich habe jetzt gerade 7 Darts für die 121 gebraucht. Ich schaue also in meinem Punkteschlüssel rüber. 7 Darts, 3 Punkte. Notiere das Ganze auf meinem Scoreboard. Und dann geht's schon weiter mit der 122. Auch hier mit 5 Darts ausgemacht, 5 Darts, 6 Punkte, einmal notiert und auf zu 123. Never felt so damn frustrated. You're just wasting my time. All the feelings that I dread is ringing in my head. Can't believe the words you said are ringing in my head. Somebody say your name. Now we're hanging by a thread that is ringing in my head. 123 mit 8 Darts gelöscht, 2 Punkte und auf zu 124. All your friends are now my enemies. Always tell you what to do. Can't keep up with all the bullshit they're throwing your way. Never felt so damn frustrated. You're just wasting my time.
die Shooting Gallery. Hoffe, es gefällt euch. Mega cooles Spiel, macht ultra Spaß und vor allem bringt auch richtig was für den Ligabetrieb oder für Turniere, die ihr spielt. Einfach diese Finish-Routine, die ist echt extrem wichtig. Bis zum nächsten Video, euer Dart-Professor.